Willkommen zurück zu Pokémon Revolution Online. Wir sind immer noch in der Team Magma Basis und kriegen hier von den Team Magma Rüpeln ein bisschen was gewischt. Aber die machen wir hier fertig, die haben keine Chance. Ich werde dich genau hier stoppen. Im Namen von Team Magma oder für das Wohl von Team Magma. Oha, Level 50. Jetzt werden die Artengeschütze ausgepackt. Ich meine, trotzdem zu schwach. Aber das gibt viele Erfahrungspunkte, damit können sie weitermachen. Ich habe versagt. So, was ist da? Oh Gott. Elektroball. Ja, euch habe ich schon vermisst. Da explodiert es. Aber es gibt immer einen Erfahrungspunkt. Ich hätte vielleicht versuchen sollen zu fangen. Hey, ich werde dich ein für alle Mal stoppen, Kind. Nenn mich nie alle Kind. Kid. Ja, Captain Justus Kid. Oha. Ja, das war's. So ein Mistvieh. Komm. Magnaien übernimmt das. Beiß ist tot. Ich brauche ich eh für die Psycho-Pokémon. Also in dem Sinne ist schon gut, wenn das Pokémon hier gerade mal trainieren kann. Auch wenn wir hier mit explosiven Gegnern zu tun haben. Ja, das war's wieder. Ganz ehrlich, das kriege ich auch mit dem Pflanzen-Pokémon kaputt. Und so kriegen wir zumindest noch ein paar Erfahrungspunkte. So. Nein, ich möchte dich nicht entwickeln. Okay, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Ich gehe gleich mal hier rein. So. Ein Fluchtseil. Okay, hier kommen wir schon mal nicht weiter. So, Magma Grunt. Läuft bei der Pen, der biregionale Champ, der Team Rocket dazu gebracht hat, aus Kyoto und Kanto abzuhauen. Was machst du in unserer Basis? Wenn du denkst, du kannst unsere Pläne stoppen, vergiss es. Wir sind nicht so schwach wie die Rockets. Ihr seid nicht so schwach wie die Rocket Beans, ne. Das kann nicht sein. So. Du hast keine Chance, mein Freund. Absolut keine. So. Aber du gibst schöne Erfahrungspunkte, ja? Das ist gut. Mach so weiter. Ich meine, das ist auch irgendwo eine, ja, Lebensbestätigung. Wenn man viele Erfahrungspunkte hergibt, dann hat man einen Sinn im Leben. Ja. Wie ich es vom biregionalen Champ erwartet habe, aber vertrau mir. Jemand in unserem Team wird mächtig genug sein, dich zu besiegen. Der wird in der Lage sein, dich zu besiegen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Was machst du in unserer Basis, Kind? Geh, oder ich werde dich bekämpfen. Ihr geht mir langsam ein bisschen auf den Keks. So ein ganz kleines bisschen. Ich hoffe, ihr gebt langsam mal auf. Also eigentlich nicht, weil Erfahrungspunkte, aber doch, weil nervig. Oh Gott, Destiny Bond. Gefährlicher Angriff. So, jetzt puste ich dich weg. Das wirst du bereuen. Wir müssen aber gleich wieder heilen gehen, ne? Du bist wirklich gut, aber das heißt nicht, dass ich dich nicht stoppen kann. Aber es muss zumindest einen von uns geben, der dich aufhalten kann. Ach, wieder Elektroattacke. Okay, das Vieh explodiert ja eh. Obwohl, wenn ich das gleich mit dem Leaf Storm erledige, ja. Dann kriegen wir zumindest die Erfahrungspunkte davon. Nein, ich will dich immer noch nicht entwickeln. Du sollst so bleiben, wie du bist. Ich
Ich werde dich nicht weitermachen lassen mit... ich werde dich einfach nicht weitermachen lassen. Brauchst du nicht? Ich lass mich selber weitermachen. So, das Vieh kann ich eh nicht besiegen. Da mache ich mir auch überhaupt gar keine Hoffnung. Aber ich habe hier ein Pokémon, das ich besiegen kann. Und dann müssen wir wirklich heilen. Wir sind so angeschlagen. Es ist unglaublich, wie schnell man hier angeschlagen wird. Ich versuch's mal mit dem Walzer. Ich zeig immer Überrolle, aber das ist eine andere Attacke. Ich hab schon befürchtet, dass jetzt das Vieh kommt. Obwohl, Boden ist ja trotzdem sehr effektiv. Nee, das ist ja Gestein. Was erzähl ich denn da? Gott, verlieren. Ich mach es fertig. Oh Kacke, wir haben verloren. Wie viel Kohle verliere ich? Keine Ahnung. Habe ich überhaupt Geld verloren? Ganz ehrlich, an sich ist es egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Was soll's? Komm ich hier auch irgendwie wieder hoch? Nee, ne? Wir hätten die Basis ruhig ein bisschen näher am Pokémon Center bauen können. Moment, falscher Weg. So. Und selbst wenn wir ein bisschen Geld verloren haben, ist es halt so. Mein Gott, davon geht die Welt auch nicht unter. Habt ihr euch eine Wii U, Nintendo Switch gekauft? Ja, habt ihr Geld verloren. Ja, ich weiß, es ist ein schlechter Vergleich, aber trotzdem. Ich will mir auch eine kaufen, wirklich. Aber ich habe die Kohle dafür nicht, ich muss mal gucken. Wenn wir jetzt ein bisschen was dazu verdienen, vielleicht kann ich mir dann mal eine leisten. So mit Umfragen etc. Das habe ich schon mal gemacht. Viel kriegt man nicht, das sage ich euch gleich, aber vielleicht, dass ich ein bisschen was kriege, dass ich mich nicht ganz so in Unkosten stürze. So. Wenn ich versuche mir 100 dazu zu verdienen und Rest kann ich zahlen. Weil das kostet echt. Habt ihr mal geguckt, wie viel diese blöde Konsole kostet? Ja. Halbes Vermögen. Oder ihr spendet. Das geht auch. Können wir ja im Livestream machen. Im Livestream wird gespendet für neue Konsole von Wolf. So, du willst nicht mehr, ne? Ja. Bin ich mal gespannt, vielleicht macht es wirklich einer. Spenden für eine neue Konsole. Ich fände es super. Ich fände es richtig cool, wenn ihr das machen würdet. Und so ein paar Spenden zumindest. Aber ich bezweifle es. Ihr müsst auch nicht spenden. Und ich meine, ich nehme ja hier schon eine ganze Menge auf und damit verdiene ich ja auch eigentlich nichts, aber... Ja. Man kann ja trotzdem mal drüber reden, ne? Mal gucken einfach mal. Ich bräuchte auch, wenn ich das aufnehmen wollte, eine Capture Card. Das ist mit ein Problem. Capture Card. Oder die, was richtig cool wäre, wenn sie eine Aufnahmefunktion hätte wie die PlayStation. Das wäre super. Hey Kind, geh aus unserer Basis. Du willst nicht, dann schmeiß dich raus. Ich habe keine Ahnung, was er wirklich gesagt hat. Ich hab's vergessen. Ich hab zu schnell weitergedrückt. So. Vielleicht hat ja schon einer von euch die Nintendo Switch. Ich fänd's cool. Könnt ihr mir mal schreiben, wie ist es so? Ich meine, ich habe ja schon gehört, die Release-Titel sind ja nicht so toll und in Smash Bros. Ist auch nicht angesetzt. Ich hoffe, die machen eins. Weil ich hätte wirklich unheimlich gerne ein Smash Bros. Titel. Und falls das Ding eine Aufnahmefunktion hat, dann würde ich auch unheimlich gerne das Ganze aufnehmen. Damit ihr da zugucken könnt. Hey, wer bist du, Kind? Willst du unsere Nachforschungen stören? Wäre das nicht geschehen lassen. Na, ich denke schon, dass du das willst. Du hast nämlich keine andere Wahl. Wer das unserem Boss sagen? Okay, die muss ich hier wohl alle erstmal rausschmeißen. Ja, es sieht so aus, als hätten wir einen Eindringling.
Ich werde mit dir fertig, Kindchen. Erneut, glaube ich. Nein. Und wie sich zeigt, sind meine Zweifel berechtigt. Und wie entwickelt sich eigentlich unser Pokémon? Mit dem Stein, ne? Also auf normalem Weg kann ja jetzt schon mal gar nicht sein auf Level 64. Ich mache einige Forschungen und darf nicht gestört werden. Aber Eindringlinge sollten hier nicht sein, also muss ich loswerden. Ach, du musst gar nichts. So, gerade mal die Hütte rum. Blöd, dass wir keine Pflanzenattacke. Ich muss uns eine Pflanzenattacke besorgen. So, aber damit werden wir trotzdem fertig. Warum hast du überhaupt ein Wasser-Pokémon dabei? Wir sagen es die ganze Zeit, du darfst nicht hier sein, aber der Kerl vom Team Magma hat ein Wasser-Pokémon. Wo kommen wir denn da hin? So, ich guck mal, ob wir eine Pflanzen-TM haben. Sowas wie Rasierblatt würde mir ja schon reichen. Ja, das ist grün. Solarstrahl, ja. Also, ne? Das überlege ich mir nochmal. Solarstrahl ist ja an sich ganz cool, aber du musst halt einen Sonnentag vorher haben. Sonst dauert's zu lange. Stimmt's, Magma Grunt? Du musst wirklich stark, um es so weit in unsere Basis geschafft zu haben. Nun, lass uns sehen, ob du stark genug bist, mich zu besiegen. Immer mit diesem Kamerup. Geh mir so auf den Keks. Komm, zerleg's. Ja, Rock Slide ist gefährlich. Aber vielleicht gewinnen wir ja trotzdem. Joa, machen wir. Ja, du bist wirklich stark. Wie bist du hier reingekommen? Also muss ich die Drecksarbeit wohl selber machen. Ja, musst du. Und dein Explode kannst du gleich mitnehmen. So. Fainted. Oh Gott, das Vieh. Ha, verfehlt. So. Was? Das lebt noch? Schnell umbringen, bevor das hier irgendwas macht. Ah. Ich bin nicht. Nee. Du kommst nicht durch. Ich bin nicht der Einzige, der den Raum bewacht. Also ich soll doch eigentlich bloß Bescheid geben, dass Jackson hier keine Befugnisse mehr hat. Warum muss ich denn mich durch alle durchprügeln? Bleib schön hier, Kind. Wenn du passieren willst, musst du mich zuerst besiegen. So. Ich möchte nochmal betonen, er hat gesagt, ich soll ihn besiegen. Ne? Ja, ja, Feuerattacke, gefährlich. Oh Gott, wir brennen. Ja, das bringt gar nichts. Ach komm. Feuer mit Feuer bekämpfen, wie man so schön sagt. Earth Power. So, schön das Level abkassieren. Nein. Ja. Dann bleib stehen, Kind. Ich bin der stärkste Mitglied von Team Magma und ich werde dich stoppen. Jetzt und hier. Oh Gott. Ja, das ist wirklich stark, aber das Vieh ist dummerweise auf Flug. Dementsprechend sind Gesteinattacken sehr effektiv darauf. Und damit ist es erledigt. Und das ist auch Flug. Und wisst ihr was? Darauf sind Gesteinattacken genauso effektiv. So leicht kann man gewinnen. Du bist wirklich gut. Wie ich gehört habe. Oh, es sieht aus, als müsste einer unserer Admins sich um dich kümmern. Achso, ja, der Schuppen. Bleib schön da!
Möchtest du wirklich das legendäre Pokémon Groudon aus seinem Schlaf erwecken? Ich möchte nicht. Ich werde es nicht erlassen. Erlauben. Als Admin von Team Magma werde ich dich stoppen. Ja gut, dann gehe ich vorher nochmal heilen. Aber das mache ich offscreen, Leute. Ihr lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben und ich sage tschüss und bis dann, wenn wir uns um den Admin kümmern. Bis dann, euer Wolf.